Heute geht's um das Seniorenzentrum Fahrenwald. Was hat sich geändert? Wir berichten über den Um- und Ausbau und es wird künstlerisch. Wir zeigen Ihnen, was es mit dem Generator im Sprengelmuseum auf sich hat. Guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin aus Hannover. Wohin, wenn es alleine nicht mehr geht? Seniorenzentren werden in einer alternden Gesellschaft immer wichtiger. Das Seniorenzentrum Fahrenwald baute um und aus. Und der neue Ausbau setzt auf ein neues, integratives und innovatives Konzept. Denn der Pflegenotstand lässt sich nicht alleine durch den Ausbau lösen, sondern erfordert auch neue Ansätze. Die Baumaßnahmen sind in vollem Gange und wir waren beim Baufest dabei, um über bekannte Probleme und neue Lösungsansätze zu sprechen. Wie dem Altern in der Gesellschaft begegnen. Im Seniorenzentrum Fahrenwald entstehen aktuell 71 neue Wohnungen für betreutes Wohnen. Für die pflegebedürftigen Senioren, die noch alleine wohnen können und wollen. In einem Vierteljahr sollen auf der anderen Seite ergänzend 64 neue Pflegezimmer folgen. Für die Senioren, die nicht mehr alleine können oder wollen. Dabei verfolgt man ein integratives Konzept, das den Seniorinnen erlaubt, weiterhin am Leben im Stadtteil Fahrenwald teilnehmen zu können. Wir bauen in der Mitte einen großzügigen kleinen Park, der auch für den Stadtteil offen ist. Wir bauen ein Stadtteilcafé dazu, das für den Stadtteil offen ist, in dem es Veranstaltungen geben wird. Damit wollen wir den Menschen, die bei uns hier wohnen, die Teilhabe am Leben, am öffentlichen Leben noch ermöglichen und gleichzeitig für den Stadtteil, für das Quartier, wir nennen das jetzt hier Schleswiger Quartier, für das Schleswiger Quartier auch eine Begegnungsstätte geben und somit eine Integration zwischen den älteren Menschen und dem Stadtteil ermöglichen. Wenigstens bei der Betreuung können Roboter wie Pepper helfen. Er kann mit seinem menschlichen Gegenüber reden, ihm vorlesen, Musik spielen und interagieren. Obwohl er keine künstliche lernfähige Intelligenz in dem Sinn besitzt, scheint er doch seinen eigenen Kopf zu haben. High Five. Schlag. Ghetto Faust. Na. Nice. Wenn Roboter ein Eigenleben entwickeln, ne? Genau. Doch auch mit all diesen Innovationen, die das Leben im Alter lebenswert erhalten, lässt sich der akute Pflegenotstand nicht lösen. Vielmehr steigen noch die Anforderungen an das bestehende Personal. Das ist richtig, weil wir setzen auch die neuen Pflegekonzepte um. Das setzt zusätzlichen Schulungsbedarf, zusätzlich andere Einstellungen gegenüber bisherigen Pflegekonzepten voraus. Das ist ein Prozess. Wir sind dabei und unsere Mitarbeiterinnen sind hochmotiviert, diesen Weg mit uns zu gehen. Also was tun, um den wachsenden Anforderungen des demografischen Wandels zu begegnen? Wir haben einen hohen Bedarf an Fachkräften. Die Ausbildung, die jetzt verstärkt wird, wir beteiligen uns auch selber an der Erweiterung der Kapazität in der Ausbildung, wird aber 3 Jahre dauern, bis die überhaupt zur Verfügung stehen. Es wird geprüft, was aus dem Ausland an Pflegefachkräften, es wird ja viel ausgebildet. Allerdings gibt es auch viele bürokratische Hürden, Sprachbarrieren und so weiter, die das nicht in dem Umfange, wie es notwendig wäre, ermöglicht. Neue Betten und betreutes Wohnen alleine helfen nicht. Und wahrscheinlich sind auch mehr Altenpfleger nur ein Teil der Lösung. Das Altern ist eine Herausforderung an die gesamte Gesellschaft. Niedersachsen, Wasserstoffland der Zukunft. Davon haben Sie noch nie etwas gehört. Macht nichts, ist auch erst auf dem Weg. Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft planen nämlich eine niedersächsische H2-Allianz und auch die Leibniz-Uni Hannover ist mit dabei. Diese und weitere Meldungen jetzt im Überblick. Unterschriften sammeln für die Absichtserklärung zur Gründung der niedersächsischen H2-Allianz. Im Senatssitzungssaal der Leibniz-Universität Hannover haben AkteurInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft sich mit MultiplikatorInnen aus ganz Niedersachsen getroffen. Übergeordnetes Ziel ist der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft, die zur Umgestaltung des Energiesystems beitragen soll. Übergeben wurde die signierte Absichtserklärung anschließend an politische Vertreter der zuständigen Landesministerien. Laut Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sollen die Kommunen künftig an den Einnahmen aus Windkraftanlagen beteiligt werden. Wenn wir wollen, dass wir mehr ausbauen, gerade beim Thema Windenergie, brauchen wir mehr Akzeptanz. Das hat der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern der Energiewirtschaft in Hannover erklärt.
Dazu wolle man wieder Bürgerwindenergie möglich machen. Im ersten Halbjahr 2019 sind laut Umweltministerium nur 14 neue Windkraftanlagen in Niedersachsen mit einer Gesamtleistung von 47 Megawatt gebaut worden. Bundesweit waren es 86 Anlagen und 287 Megawatt. Das entspreche dem Stand von 1998, meint Lies. Knapp 2 Monate war die Stadtbibliothek Herrenhausen geschlossen. Heute ist sie im Rahmen eines offiziellen Festakts wieder eröffnet worden. Die Räume sind vollständig renoviert und neu gestaltet. Bibliotheksdirektorin Dr. Carola Schelle-Wolf blickt zufrieden auf die Anstrengungen der letzten Wochen. Alle über 20.000 Medien mussten ausgeräumt werden, die alten Möbel mussten abgebaut werden und jetzt halt die neuen aufgebaut. Und wir sind sehr froh, dass die Stadtbibliothek Herrenhausen morgen wieder fürs Publikum öffnen kann und das im ganz neuen Kleid. Am morgigen Donnerstag wird die Wiedereröffnung dann mit einem bunten Programm für alle gefeiert. Und wie jeden Mittwoch kommen wir zum Sport. Heute bei mir der Ferrari unter den regionalen Sportexperten Jörg Zickfeld. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Wir fangen an mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Samstag um 13 Uhr treffen die Roten auf die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wie sieht es für die Roten aus, dieses Mal ein Sieg? Ja, nun muss man ja sagen, es war schon ein ganz großer Erfolg, dass man in Wehen Wiesbaden 3-0 gewonnen hat. Wenngleich die Mannschaft von Wehen Wiesbaden natürlich nicht vergleichbar ist mit Greuther Fürth. Denn Greuther Fürth ist eine Mannschaft, die oben mitspielen wird. Man sieht das im Moment auch an der Konstellation nach den ersten Spieltagen. Aber Hannover 96 hat sich mal so ein bisschen warm geschossen mit dem 3-0. Und nun haben wir ja auch noch Verstärkung bekommen mit Emil Hansson. Der soll auch noch im Sturm mitspielen neben Duxch und neben Teuchert. Und dann haben wir noch Hendrik Weidand. Also wir haben ja jetzt eine Menge an Stürmern. Wenn die alle jedes Wochenende die Tore erzielen, ja, dann braucht die Abwehr eigentlich nur hinten aufpassen, dass dann möglichst nicht viele Tore fallen. Und dann müsste das eigentlich klappen, denn man will den Wiederaufstieg. Und das heißt, wir müssen zu Hause gewinnen und wir müssen auch auswärts punkten. Für mich die große Frage, mit welchem System Slomka spielen wird, wenn er 4 Stürmer zur Verfügung hat. Und Weidand hat ja nun seine Tore geschossen, aber der wird sicherlich der sein, der so ein bisschen, abfällt, aber der dann so ein bisschen in Frage gestellt wird, wenn die drei anderen spielen. Also gegen Greuther Fürth wird es ein sicherlich spannendes Spiel. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass das unentschieden endet. Ja, und dann geht es auswärts und es müssen Punkte ran, auswärts wie zu Hause. Und man muss oben erstmal mitmischen. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, dass es wenig Verletzte gibt oder gar keine Verletzten gibt. Und dass Slomka das richtige System mit dieser Mannschaft findet. Und dann hoffen wir alle auf den Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Wir gucken jetzt in die erste Bundesliga, aber im Handball am Sonntag um 16 Uhr in der Swiss Life Hall haben die Recken den GWD Minden zu Gast. Wie sieht's da aus? Ja, für TSV Hannover Burgdorf gab es ja Testspiele und sie haben im Pokal bereits das Achtelfinale erreicht. Und Pokal, da sind sie ja zweimal schon bei dem Final Four gewesen, einmal sogar im Endspiel. Und jetzt im Achtelfinale bedeutet, wenn sie einen guten Gegner bekommen, dass sie auch diesmal wieder die Chance haben, in Hamburg dann bei den Final Four zu spielen. Aber das ist Pokal. Jetzt geht es um die Punkte und die letzte Saison ist nach meiner Einschätzung, und ich glaube, so sehen das auch die Verantwortlichen, nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Man ist 13. geworden und das entsprach sicherlich nicht dem, was man an Anspruch hatte. Man hat auch Spiele verloren, wo man sagen musste, ja, das kann man gar nicht begreifen, gegen so eine Mannschaft muss man gewinnen. Aber ich denke mal, sie werden aus dieser Serie und Saison gelernt haben und Ortega wird sie sicherlich da auf den richtigen Weg bringen. Jetzt kommt es ja mit der personellen Besetzung. Man muss einfach sehen, Häfner fehlt dann natürlich, der ist nach Melsungen gegangen, Nationalspieler. Und ob das die andere Mannschaft auffängt, ich denke mal, Martin Ziemer hat man ja auch den Vertrag nicht verlängert als Torhüter. Aber da hat man, glaube ich, eine gute Wahl getroffen mit Domenico Ebner, der jetzt auch in den Testspielen gut ausgesehen hat. Also insgesamt, denke ich mal, setzt TSV Hannover Burgdorf sehr auf den Nachwuchs und der ist ja gut. Die spielen ja teilweise auch in den Nachwuchsnationalmannschaften. Und GWD Minden hat im letzten Jahr den 14. Platz belegt, also einen Punkt hinter TSV Hannover Burgdorf. Ich tippe auf einen Sieg für TSV Hannover Burgdorf und einen guten Einstieg in die neue Saison. Ja, 2 Sachen haben wir noch im Programm, da wollen wir noch kurz drauf zu sprechen kommen. Und zwar findet am Freitag besonders das ganze Wochenende auf dem Steintorplatz was ganz Besonderes statt. Ein Hannover City Cup im Beach Rugby. Was verbirgt sich dahinter? Ja, da sind 20 Teams, 12 Herrenteams und
8 Damenteams, die kämpfen um die offene deutsche Meisterschaft im Beach-Rugby. 300 Tonnen weißer Sand werden dahin gekarrt und man rechnet täglich mit etwa 40.000 Menschen, die das Ganze begleiten werden. Und da sind auch hannoversche Mannschaften dabei. Unter anderem ist dabei Germania List und die Uni Hannover. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da eben ganz vorne landen. Aber das wird ein Riesen-Event werden, wenn diese Rugby-Mannschaften dort gegeneinander kämpfen. Und ganz kurz zum Schluss noch das 16. Eilen-Riede-Rennen am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr. Am Freizeitsheim Listerturm geht's los. Was passiert da? Da geht's durch die grüne Lunge, durch die Eilenriede. Und das ist ein ganz besonderes Event. Das heißt die Eilenriede-Rennen. Denn bis 1955 fand da das Ganze als Motorradrennen statt. Jetzt geht's also in der Eilenriede auf asphaltierten Strecken 15 Kilometer und über die Halbmarathonstrecke. Und da werden auch gute Zeiten gelaufen. Denn man geht ja auf Asphalt und das auch wenig Steigungen, sodass das ein insgesamt sehr, sehr großes läuferisches Ereignis wird. Alles klar. Jörg Zickfeld über den regionalen Sport. Jörg, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, seit dem 9.7. wird im Foyer des Sprengelmuseums gebaut. Junge Kulturschaffende entwickeln zusammen eine Installation. Dabei werden Wände, Böden und Fenster der Einblickshalle zu Leinwänden. Ein Work in Progress, ein Gemeinschaftsatelier direkt im Museum. Generator nennt sich das Projekt. Doch was soll das Ganze und welche Erfahrungen machen die jungen Kunstschaffenden dabei? Wir haben nachgefragt. Wenn man ins Museum geht, dann findet man dort abgeschlossene und zumeist auch längst in den künstlerischen Kanon erhobene Werke. Die Möglichkeit, mit den Künstlern über ihre Werke zu sprechen, findet man dort nicht. Mit dem Generatorenprojekt werden im Sprengelmuseum nun neue Wege beschritten. Das Foyer, die Einblickshalle, wurde zum Gemeinschaftsatelier umfunktioniert. Seit dem 9. Juli kann man dort mehrere junge Kunstschaffende beim aktiven Kreieren beobachten. Ja, das ist tatsächlich eine andere Situation. Normalerweise ist das so, dass man hier im Museum eine Ausstellung macht und die wird eröffnet, wenn alles fertig ist. Hier ist das aber genau umgekehrt. Das heißt, die Ausstellung, wenn man mit diesem Begriff arbeiten will, ist eigentlich der Entstehungsprozess. Das Netzwerk der jungen Kultur des Kulturbüros Hannover hat einige seiner Mitglieder rekrutiert. Es ist eine Zusammenarbeit, die sich auf die Initiative der Abteilung Bildung und Kommunikation des Sprengelmuseums entwickelt hat. Die KünstlerInnen müssen sich umstellen, denn sie werden bei ihrem Schaffen ständig beobachtet. Von Besuchern wie von Kollegen. Gerade weil es einem als Künstler oder Künstlerin eben auch so einen umfassenden Blick darüber gibt, was in dieser Szene eigentlich los ist, was andere inspiriert, was einen selber dann auch wieder inspirieren kann, wie andere arbeiten. Also jede Arbeitsweise ist ja extrem individuell und eigen und das ist auf jeden Fall sehr gewinnbringend zu sehen, wie andere ihre Prozesse vorantreiben und eben auch diesen ganzen Prozess hier voranbringen und dass daraus ein großes Ganzes wird, aus diesen ganzen Individualismen, ist großartig mitzubekommen, ja. Die Werke, die entstehen, weisen dabei eine weite Bandbreite auf. Von Bildhauer über Malerei bis hin zum Druck. Generator versteht sich als Work in Progress. Man kann es aber auch als Kunst durch Entstehen begreifen. Die Ausstellung des Prozesses eint die unterschiedlichen Werke zu einem Ganzen. Work in Progress ist auch die Antwort, die man von den KünstlerInnen bekommt, wenn man sie nach ihrer Kunst fragt. Ich weiß es noch nicht genau, was sicherlich auch Teil dieser Ausstellung ist, dass man sich nie ganz sicher ist, was dabei rauskommt, weil das ja eben auch Teil der Ausstellung ist, dass sie wächst und steht und fällt mit den Künstlern und den Launen, die sie umtreiben. Und deshalb bin ich gespannt, was da so letztendlich bei rauskommt. Generator will den engen Kontakt zu den Besuchern des Museums anstreben. Diese sollen durch Gespräche mit den Akteurinnen Möglichkeiten zur Teilnahme bekommen. Ganz in diesem Sinne werden während des Generator-Projekts auch Workshops abgehalten, wie zum Beispiel im Riso-Druck. Bis zur letzten Augustwoche soll noch an den Werken gearbeitet werden. Dann werden diese noch eine Woche im Foyer zu sehen sein. Am 31. August ist Finissage. Zum Schluss der Sendung heißt es noch einmal Endspurt. Und zwar für alle, die noch keine Ausbildung haben, aber eine suchen. Morgen findet nämlich im Berufsinformationszentrum in der Escherstraße der Aktionstag Endspurt statt. Dann wird allen Interessierten erklärt, wo es für das Jahr 2019 noch freie Lehrstellen gibt. Das Ganze findet in zwei Runden statt, von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wie immer um 18.45 Uhr hier auf V1. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.